Bäuerin zu sein, ist ja eine Lebensaufgabe. Ja? Also man hat einen Job, der von Montag bis Sonntag geht. Ich bin Landwirtin und bewirtschafte gemeinsam mit meiner Familie den Dammerer Hof in Ips an der Donau. Unser Hof besteht schon seit mehreren Generationen, über Jahrhunderte hinweg. Wie ich vor 20 Jahren auf den Hof gekommen bin, habe ich zuerst mich in den Bauern verliebt und die Liebe zur Natur und zur Landwirtschaft ist dann auch mitgewachsen. Und vor allem Vereinbarkeit Familie und Beruf, das habe ich auch sehr, sehr schätzen gelernt. Wir haben den Betrieb 2007 übernommen. Es war vorher ein kleiner Milchviehbetrieb. Wir haben uns auf Qualitätsfleisch spezialisiert. Wir führen den Betrieb im Nebenerwerb. Meine Mann und ich, wir gehen beide auch noch arbeiten. Wir sind sehr froh, dass uns die Schwiegereltern sehr unterstützen, gerade wenn man Tiere daheim hat. Es ist immer wer da für die Tiere. Wir machen unsere Jobs nach wie vor sehr, sehr gerne. Wir haben auch einen Hofladen bei uns am Betrieb. Auch den führen wir jedes Wochenende mit ganz, ganz viel Leidenschaft. Und als Hobby habe ich meine Bäuerinnen. Ich bin Bezirksbäuerin im Bezirk Melk. Wir sind eine richtige Verkaufsplattform geworden für regionale Produkte. Es gibt so viel Tolles, was die Bauern produzieren. Aber man hat oft nicht die Zeit, dass man wegen am Öl in die eine Richtung fährt und wegen Nudeln in die andere Richtung. Und so haben wir eine richtige Verkaufsplattform geschaffen. Und mittlerweile haben wir fast 50 Betriebe, die uns zuliefern. Und so haben wir auch ein großes Potpourri im Hofladen an Produkten. Und das schätzen auch die Kunden so, dass sie wirklich hier das bekommen, was in der Region produziert wird, in der Region wächst. Das ist einfach was ganz was Besonderes. Der Arbeitsalltag eines Landwirten ist sehr vielseitig. Man lebt vor allem mit den Jahreszeiten mit. Das macht gerade diesen Beruf auch so spannend. Im Sommer, so wie es jetzt da ist, sind wir viel mit der Heuarbeit beschäftigt und mit dem Gras und jetzt dann auch mit der Getreideernte. Also da tut sich immer sehr, sehr viel. Wenn man bei uns in den Stall geht, mich erdet das immer sehr, also die Arbeit mit den Tieren. Sie merken auch sofort, wenn du einen Stress hast, das kann man vor ihnen nicht verbergen. Darum erdet einen das so, weil man selber einfach ruhiger werden muss durch das. Wo man ich auch sehr viel Kraft hole, ist, wenn man mal spazieren geht, auch durch den Wald geht, da kann man seine Akkus einmal wieder so richtig aufladen. Es gibt diese wunderschöne Mostblüte oder auch die Marillenblüte. Die Felder, es ist bunt, es blüht, es geht bergauf, es geht bergab. Das prägt einfach unser Mostviertel und unsere schöne Region.